So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist soweit, 10 Uhr hat das Nerven aus Stahl-Event begonnen. Der Mega-Raid-Boss hat gewechselt, beziehungsweise frische Eier, die um 10 erschienen sind und um 11 Uhr aufgehen, beinhalten Mega-Stollos. Ich warte jetzt gerade, bis ich irgendwo einen Mega-Raid sehe, der nach 11 Uhr aufgeht. Gleichzeitig seht ihr schon in der Nearby-Liste hier, sind überall Schatten. Da ist dieses neue Pokémon, ich kann den Namen wieder nicht aussprechen. Es ist ein Togedemaru. Togedemaru, ja. Das hat, es ist, was ist es überhaupt? Sieht aus wie ein Igel. Ein Igel, eine Maus, ein irgendwas. Auf jeden Fall einfach fabelhaft getroffen. Packen das mal kurz hier rein. Nehmen mal den Pokédex-Eintrag mit von Togedemaru. Da wird das Ziel wieder sein, ein 100er zu bekommen und auf Level 50 zu ziehen am Montag. Wow! Wir können das gleich mal bewerten, wie gut oder schlecht das ist. Es hat schon mal 15 Angriff. Ansonsten weiß ich nicht, wie hoch kommt das? Auf 2300 ungefähr. Wenn ihr hier reingeht, seht ihr natürlich auch im Heute-Tab ist wieder eine Forschung verfügbar. Fange 25 Pokémon, lauf 2 Kilometer, 15 gute Würfe, 10 großartige, 5 Curveball-Würfe, 10 Bären beim Fangen von Pokémon. Hier gibt es auch ein Stahl, also ein Magnetmodul. Richtig genial. Das ist nur Seite 1 von 2. Wir warten jetzt also, bis ich irgendwo dann mal einen Mega-Raid sehe. Das ist noch Simsala. Ich möchte heute mein Terrakium mal testen. Ja, ihr habt richtig gehört. Terrakium ist mittlerweile der beste Kampfangreifer vor Machomai. Wenn ihr Doppelkick und Sanctoklinge spielt. Wenn ich auf den Community-Tab gehe, habe ich auch schon eine Konda-Liste gepostet. Danke an Miku, der mir die geschickt hat. Hat seine Augen überall. In der Konda-Liste seht ihr auch. Bester Counter, Terrakium, Lucario am Start. Ihr seht auch Machomai und natürlich Meister Grief oder Feuer-Pokémon. Megastolos ist nur vom Typ Stahl. Ihr nehmt also Kampf, ihr nehmt Feuer, ihr könnt auch Boden-Pokémon nehmen. 17, 14 und 21, 43 werden die 100er Werte. Hier werde ich auch nachher natürlich den Community Raid einfügen, sobald ich einen sehe. Würde sagen, ich melde mich gleich zurück, wenn ich einen gefunden habe, wenn wir an einem stehen, wenn wir einen machen wollen. So, jetzt habe ich den ganzen Tag darauf gewartet, dass zu Hause ein Raid erscheint. Natürlich kam nichts, in der ganzen Umgebung ist nichts aufgegangen. Ich bin jetzt extra, wie ihr es gesehen habt, mit dem Auto nach Pfalzdorf gefahren. Nach Kloster Pfalzdorf, bin jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht wo, ich habe einfach auf eine Arena gedrückt, die unser Bot gescannt hat, habe mich da hinleiten lassen. Ich stehe jetzt hier, zack, so sieht es hier aus. Hier ist auch extra noch ein Schild, Privatgrundstück, sonst was, hier sind Garagen. Die eigentliche Arena, an der ich jetzt bin, die zeige ich euch jetzt. Dazu laufen wir mal ein Stück hier runter. Und die sieht einfach herrlich aus. Sowas habe ich noch nicht gesehen in ganz Hildburghausen. So, und warum habe ich in ganz Hildburghausen noch nicht sowas Herrliches gesehen? Weil es ja in Hildburghausen nicht gibt, sondern nur hier. Wenn ich es jetzt mal rumdrehe, guckt euch das mal an. Hier ist so eine Ruine, eine Mauer, eine sonst was. Da ist auf jeden Fall mächtig was dran. Hier sind überall Steine. Hier hängt ein großes Schild. Geschichte des Porzellanwerkes zu Kloster Pfalzdorf. Das ist so alles richtig anschaulich gemacht. Das könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Wenn ihr Pause drückt, ihr werdet eh nichts erkennen. Hier ist eine Treppe. Hier ist ein Geländer. Man könnte denken, ich mache gerade Wandertag und zeige euch hier die Gegend. Aber das hier ist die Arena. Theoretisch dieses Wappen, was da ist. Hier steht auch nochmal seit 1760 Porzellane aus Kloster Pfalzdorf. Hier ist dieses Wappen, also dieses Symbol, das steht hier dran. Und hier oben habt ihr auch nochmal ein Wappen an der Wand, an der Mauer. Hier unten ist ein Gitter, da konnte man mal rein. Da drüben ist noch ein Schild. Das Schild da drüben lese ich euch nochmal ganz kurz vor. Das ist aber hier die Arena. Nur werde ich den Raid nicht hier unten machen, weil die Hunde die ganze Zeit bellen. Also gehe ich dann wieder da hoch.
Ich möchte euch trotzdem aber das hier zeigen. Hier steht auch nochmal, ich kann es überhaupt gar nicht lesen, weil die Sonne so drauf knallt. Wappen des Prinzen Friedrich Wilhelm Eugen von Sachsen-Hildburghausen mit dem polnischen weißen Adlerorden. Das ist die Arena. Ich gehe jetzt wieder hoch. Ich suche mir einen Platz, wo ich die Handys ablegen kann. Und dann zeige ich euch, wen wir einladen zum Community Raid in Kloster Pfalzdorf. So, ich habe mir was gesucht zum Abstellen. Ihr steht jetzt auf der Mauer und genau in dem Moment, wo ich hier stehe, fängt es jetzt an zu regnen. Plötzlich kommen die Tropfen auf die Handys. Guckt euch das an. Plötzlich regnet es. Das ist die Mauer, wo ich mich jetzt hier abgestellt habe, mitten an der Treppe. Ich möchte euch jetzt aber kurz vorlesen, wen wir heute einladen. Wir haben den Raid natürlich wieder in den Community-Tab gepostet bei Community. Ich habe noch ein Foto geschickt. 12.40 Uhr wollen wir den machen. Jetzt ist es 38 Uhr. Wir sortieren wieder nach Neueste und gucken, wer die ersten 10 waren, die sich eingetragen haben. Wir haben Shenaya, Ribjilo, Chefe24, Hikaru86, Fanraid Go AMK, plus Schnitzelmann007, Gelber Deadpool. Besondere Grüße an dich. Dich habe ich auch gleich auf dem Main-Account geaddet, jetzt wo ich endlich mal deinen Trainercode habe. Dann haben wir noch Miku, Aluhut und 007 Flex. Das ist die Reihenfolge. Der Rest hat es leider nicht geschafft. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit und zwar Shenaya hat gesagt, ich soll ihren Platz bitte abgeben. Sie wollte für die tägliche Interaktion mitmachen, aber ich mache eh heute noch einen zweiten Raid in der Raid-Gruppe. Und ich soll den Platz bitte den Klotzi geben. Der wäre nämlich der dritte gewesen beim Eintragen, aber irgendwie sein Trainercode hat beim Posten immer einen Fehler verursacht. Also habe ich ihn jetzt einfach mitgenommen anstelle von Shenaya. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt gleich ins Auto setzen, wenn es so weitergeht. Mir regnet nämlich alles hier hinten drauf. Ich habe eine Kampfarmee, hoffentlich am Start. Es ist jetzt 39. Wir gehen schon mal hier auf den Raid drauf. Ihr seht, Rode Arena. Vielleicht geht es auch noch so. Es wird gerade richtig ungemütlich. Hier dürfte eigentlich keiner weiter sein. Ich bin so weit abgelegen, als ob in Kloster Pfalzdorf hier Leute spielen, aber irgendjemand muss ja auch die Arena eingereicht haben. Wir warten also die 10 Sekunden ab, drücken trotzdem schon mal auf private Gruppe, drücken hier auch mal auf private Gruppe. Wenn es 40 ist, lad mal ein. Das müsste ich jetzt 5-mal wiederholen, bis es endlich 40 ist. Ah, das ganze Display ist nass. Es ist 40. Wir öffnen mal hier drüben. Hauen hier mal rein. Private Gruppe. Vogelsmet Grün. So, auf Einladen. Hier auch auf Einladen. Dann gucken, dass wir die hier reinkopieren können. Chefe, Fanraid, Hikaru, Klotzi, Ribjilo, Flex, Alu, Gelber, Miku, Schnitzel, die sind alle eingeladen. Hannes möchte vor Ort mitmachen, hat er gesagt. Dem habe ich extra gesagt, wo die Arena ist. Ich bin aber privat, ich weiß nicht. Der ist wahrscheinlich noch da unten und guckt sich das Wappen an. Ich werde es deswegen gleich auf öffentlich stellen, dass auch der Hannes es noch mitkriegt, dass wir schon drin sind und auch mitmachen kann. 9 Leute sind schon drin, 10 Leute sehe ich jetzt. 12 müssten es sein, wenn alle drin sind. Ich werde es jetzt einfach auf öffentlich stellen, auf dem anderen Handy. Ihr seht gleich, dieses Privatzeichen oben geht weg. Und ich möchte natürlich eigentlich hier noch mein Team selber bestimmen. Und zwar, wenn ich Kampf eingebe und nach WP sortiert, möchte ich als allererstes hier Doppelkick Sanctoklinge, das Terrakium nutzen, dann 2 Machomai, die Kryptos sind und einfach noch 3 hundertprozentige Machomai hinterher. Wir sind 11 Leute, mit Hannes müssten wir eigentlich 13 sein, es fehlen also immer noch 2 Leute. Da könnt ihr mal kurz gucken, wer drin ist. Also Hannes ist drin, Hannes, Schnitzelmann, Flex, Fanraid, Hikaru, Aluhut, Chefe, Miku, Klotzi. Wer fehlt? Ich weiß es nicht. 2 Leute fehlen, ist wieder nichts angekommen. Ich habe keine Ahnung. Schreibt mal rein, wer gefehlt hat und warum ihr gefehlt habt, ob keine Einladung ankam. Ich habe auf jeden Fall alle 5 rausgeschickt und würdet den auch gleich noch entwickeln dann.
wenn ich genügend Energie kriege. Ich denke mal, wir werden bestimmt so 200 Mega Energie mit dem Raid machen. Wir sind ja genügend Leute trotzdem, wir sind alle stark. Wir hauen jetzt einfach drauf, auch wenn der Bildschirm immer nasser wird. Fangen müssen wir den dann auch noch. Auf dem zweiten Account kämpfe ich übrigens gerade mit Stalobor, weil auch Boden gegen Stahl ist sehr effektiv, Feuer gegen Stahl ist sehr effektiv und Kampf gegen Stahl ist sehr effektiv. Und jetzt fängt es richtig schön an zu regnen. Die Kamera dürfte davon ja nicht so beeindruckt sein. Wie sich das auf die Handys dann im Endeffekt auswirkt, weiß ich nicht. Die sind beide zum Teil schon sehr alt. Also sind nicht die neuesten, auch wenn ich das eine mir erst gekauft habe, habe ich mir natürlich ein altes gekauft, um Geld zu sparen. Heutzutage gehen die Leute mit den Handys ja immer in die Badewanne und tauchen unter, damit sie ihre Ruhe haben. Wie das hier ist, weiß ich nicht. Das dürfte jetzt nicht so schlimm sein, aber ich mag es trotzdem nicht, wenn das die ganze Zeit im Regen steht, auch bei der Kamera. Da leidet ja auch dann der Ton, dann hört man wieder nichts. Wir sind jetzt hier bei 50 Sekunden angelangt. Ich glaube, bei 60 Sekunden ist er tot. Ja. 241 noch übrig und wir wechseln mal ganz kurz. Ich musste ja eh mit dem Auto herfahren. Wir wechseln mal ganz kurz ins Auto, nehmen euch mit, bevor es jetzt richtig anfängt hier. Stelle ich noch mal kurz hier oben ab. Ich schließe mal auf, häng das hier rein. Muss mein Rucksack noch mitnehmen. Jo Mai, du Saubeidel. Warum auch immer der da vorne drauf liegt. So, weg. Wir sind angekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das mit der Kamera machen soll, dass ich die hier irgendwie reinstellen kann. So, ich habe jetzt zurechtgemacht. Hier habe ich schön reingesetzt, habe das alles jetzt hier griffbereit. 225 Mega Energie, 13 Bälle, 12 Bälle. Wir können mal gucken, ob ein Shiny dabei ist. Jeder Mega-Raid bisher konnte Shiny sein. Auch der könnte Shiny sein, wenn ihr den fangen wollt. 2093, 2067, beide mit Wetterboost. Links der ist besser als rechts der. Den stelle ich aber erstmal zur Seite, dass der jetzt hier nicht stört. Der müsste eigentlich relativ leicht zu fangen sein. Es ist halt nur ein Stollos. So, wir curven mal ein bisschen. Er scheint auch mega aggressiv zu sein. Wir haben auch viel zu weit geworfen, es ist auch immer noch alles nass. So, wir wischen mal kurz und er ist schon drin. Ich habe nur kurz mit dem T-Shirt abgewischt und er war schon drin. Wir können ihn kurz mal bewerten. 12, 13, 13 und was ich jetzt machen möchte, noch hier. Obwohl ich glaube, dazu würde ich am liebsten wieder aussteigen. Ach komm, es ist jetzt eh einmal alles nass. Hier drin sieht es so reingequetscht aus. Wir stellen uns einfach wieder raus. Denn was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte noch die Mega-Entwicklung durchführen. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf. Wir suchen uns jetzt das fetteste, größte Stollos aus. Das ist das hier, Level 50 in 100%. Das ist ein männliches. Das werden wir jetzt mega entwickeln. Oder Moment, bevor wir das nehmen, wir brauchen ja wieder männlich und weiblich. Wir suchen uns erstmal ein Shiny Stollos, ein weibliches, das ist männlich, das ist weiblich. Wir werden einmal die Mega-Entwicklung hier für 200 Mega-Energie bei diesem weiblichen Shiny durchführen. So habe ich dann immer mal ein Shiny, was ich, wenn ich es kostenlos entwickeln kann, entwickle, damit sich der Mega-Level steigert. Und das 100% männliche werde ich dann versuchen, jeden Tag zu entwickeln. Damit ich das dann irgendwann habe als Stufe 3er. Der kommt auf 3534 in Shiny. Sieht eigentlich ganz chillig aus, oder? Er schreit auch hier, hat rote Augen. Wir wollen jetzt aber den 100er entwickeln. Den männlichen. Das ist mir immer wichtig, männlich und weiblich zu entwickeln. Und der müsste jetzt die maximale Anzahl erreichen. Wie hoch wird er kommen? Ich tippe mal auf 3800. 4700, das sind ja fast 1000 mehr, das ist sehr schön. Also, das ist eine Wucht. Ich weiß gar nicht, wieso habe ich denn 3800 gesagt? Bin von Simsala verwöhnt mit seinen 5000 noch was. Der sieht jetzt heftig aus. Der ist ein dicker, fetter Klops. Guckt euch das an, der riesengroße, lange Schwanz. Von hinten auch ein Ebenbild der Götter. Der hat jetzt auch hier die Best Buddy. Den Best Buddy Badge hat er auch dran, also die beste Kumpelschleife. 25 Stollos Energie noch übrig, das heißt, ich werde meinen zweiten freien Raid Pass heute auch für Mega Stollos machen in der Raid Gruppe und dann noch ein bisschen Energie sammeln, dass ich die nächsten Tage noch wegkomme. Habt ihr heute schon ein Mega Raid gemacht? Habt ihr schon eins entwickelt? Wie findet ihr Mega Stollos?
Schreibt's mal in die Kommentare. Hier kommt jetzt sogar noch eine Medaille, weil ich 24 verschiedene Arten entwickelt habe. Und heute Abend ab 18 Uhr Mega Raids für Zuschauer. Wenn ihr also Energie braucht, wenn ihr Mitspieler braucht, wenn ihr überhaupt irgendwas braucht, kommt heute Abend rein ab 18 Uhr Mega Raids für Zuschauer mit Mega Stollos. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.